Paps. Ich wollte dich eigentlich besuchen, aber du warst ja nicht da. Was soll ich denn noch machen? So. Okay, that's a lot, dude. Okay, Hauptsache wir kriegen einen Road Rage Bonus. Und 5 Sekunden mal extra. Hi, Marge. What's the matter? You never seen a clown Betty car und Selma. Ja, Betty und Selma, für alle, die es nicht wissen sollten, ich versuche immer so ein bisschen Trivia noch reinzubringen, ne? Zumindest, auch meine Kenntnisse von Sims, die sind zwar vorhanden, ne? Aber ich bin jetzt kein krasser Nerd, der irgendwie alles kennt. Aber gut, Betty und Selma gehört natürlich zu den Basics. Sind die Schwestern von Marge. Was? Naja, nee. Ist das Autoramm? Wird das auch noch irgendwie in meine Geschwindigkeitswertung eingezählt oder sowas? Kann das sein? Hey, hey. Lebensmittelgeschäft. Another microwave meal for one for dinner. I once nailed a groupie there. Ach komm, ey. Also die Kommissionsabfrage ist manchmal ein bisschen echt möglich. Muss leider. Ich hab mich total weggeballert, ey. muss ich leider sagen. Gerade wenn das so die Steine hier sind. Hey, hey. Wieso? Ey, ich war doch nicht langsam. Leck mich am Arsch, ernsthaft, Spiel. Welcome, friends. Can you take me to the preschool? Babysitter, okay. Maggie's ready to come home. La, 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 la. Ich möchte diesen Bonus haben. Ja, okay. So easy. Nice riding with you. Brrr. Chief Wiggum. Can it chuckles. Ich glaube sogar, dass ich wirklich. Das hat irgendwas mit der Restzeit zu tun, mit dem Bonus, den ich dann ab und zu mal bekomme. Ups, hier können wir die Abkürzung wieder nehmen. Also zumindest erscheint es für mich als Abkürzung. Und hier so durch so. Schön. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so clever von mir. Hui. Hallo. Mann, geh mir doch nicht auf den Keks. Nicht. Das kann nicht sein. Hi, Milos. You never seen a clown car before? Take me home. I have to regroup from a wedgie. Whatever. Komm, durch, 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 durch. Ich hupe noch ein bisschen. Mep, 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 mep. Husch. You win this round. Back. Ich sehe nichts. Ey, ich verstehe das nicht. Ich bin voll schnell. Also, wie gesagt, meine Ansicht nach bin ich voll schnell. I'm a trained professional aeroplanist. Just get me out of here. No questions, all right? I'll pay handsomely. Wo habe ich denn schon zwei Unfälle gebaut, frage ich mich. Kann doch gar nicht sein. Unglaublich. Ich habe nichts gemacht. Ja, ey, willst du mich verarschen? Der ist in mich reingefahren. Also ich habe da gar nichts mit zu tun. Das ist auch immer wieder einmischen muss, ne? Aber ich glaube, ich hätte das trotzdem nicht geschafft. Also, wie knapp war die Zeit jetzt hier bemessen? Aber ey, ich habe noch einen Rekord mit 11.000 Punkten. Immerhin, ne? Ach, schön. Ich habe mir gar nichts zu trinken heute hier hingestellt, fällt mir gerade mal so auf. Naja. Heute komme ich wahrscheinlich mal ohne aus. Hey, hey, your rating is. Das haben aber, ich glaube, die Ratings, die könnten durchaus was mit den Punktzahlen zu tun haben. Ach, zweiter. Okay, ist jetzt noch nicht der neue Rekord. Ach, das reicht für mich auch als. Ah! So, jetzt nochmal 11.300 und dann hätte ich eigentlich schon die nächste Belohnung. Ja, oder 11.246. Aber wir kommen voran, wir kommen voran. Mit kleinen Schritten, aber ist ja egal. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir wieder mit Homer an. Wir nehmen die Familienkutsche, die fand ich angenehmer. Und mit ihm ins Vergnügungsviertel. Ah, ich habe schon wieder vergessen, auf Leitung zu stellen, ich Idiot, ey. Ah Gott. Nee, weil am Ende haben wir jetzt auch gesehen, die letzten Passagiere, die ich halt um die Ecke gebracht habe, die haben halt kaum noch Punkte gebracht. Halt auch immer wegen diesem Naja und so. Was ich total schwachsinnig finde, weil ich war eigentlich immer so, ich hatte zumindest das Gefühl, relativ schnell. Und lag aber auf jeden Fall auch daran, wegen der wenigen Punkte, die ich dann mal bekommen habe, dass ich echt auch wenig Zeit hatte. Weil ich glaube, dass diese Restzeit, die da oben noch mit drin steht, die wird mir auch nochmal gut geschrieben. Und beim ersten Mal habe ich es oft, dass dann halt so ein Geräusch kommt. Und wegen, Alter, hast du richtig schnell um die Ecke gebracht, es gibt nochmal Bonuspunkte. USA!
USA! Dankeschön. Ist ja auch hier direkt quasi um die Ecke. Da, habt ihr das gehört? Der Schreck hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Jetzt habe ich nur 4 Punkte bekommen. Skandal. Eat that shit. I brought you some pork chops for later. Oh Gott. Oh, der bekommt jetzt mitgebracht, ist aber nett. Bin ich aber geil, dass meine Frau mich bezahlen muss, wenn ich sie um die Ecke bringe. Das ist schon, geil, doch. Klingt nach dem Geschäftsmodell. Barney, what are you doing here? What? Also, für meine Verkehr und Bonus zu erhalten, ist in Ordnung. Uiuiui. Can you take me to Ballarama? Can I come? Ah, der will bowlen. Ja, Ballarama auch ein Ort, der immer mal wieder in regelmäßigen Abständen vorhin noch mal vorgekommen ist. So, dann fahren wir jetzt halt hier rein. Ist ja gerupft wie gesprungen. Sehr schön, Barney. Thanks, little buddy. Oh, er hat uns sogar noch einen Rübs da gelassen, aber nett von dem. Hi. Lord Lad Donuts. Kenne ich eigentlich fast nur aus einer Halloween-Folge. Diesen Ort. Eine relativ späte sogar. Ich glaube, in die 11., 12., 13. Staffel. Also noch gar nicht so lange her, als ich sie gesehen habe. Das letzte Mal. Ist eigentlich egal, warum ich jetzt mit wem fahre. What the fuck? Das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Absicht war es auch nicht. Da wie Professor Fring. Ist das dein Ernst, du faule Sau? Da wollte ich bis da vorne hinlaufen. Jetzt krieg ich sogar ein Kack-Rating. Also es ist echt besser, tatsächlich besser, wenn man Ortschaften besucht, muss die weiter wechseln, ne? Allein schon aufgrund der Punkte. Aber gibt es nochmal Punkte. Ich muss noch 3 Gegenstände noch kaputt machen. Okay, so. Ich wollte nur den Road Rage Bonus auf jeden Fall haben. Das war für mich jetzt erstmal extremst wichtig. Hi, Nelson. Warum so ist es eigentlich jetzt mal egal? Nein! Na, ich mach wieder Dab. Ich sag wieder, nee, naja. Es geht wieder in der Jahrzeit los. Ja. Ich weiß, ich wusste es doch. Wie wenig Punkte ich habe, ne? Obwohl ich jetzt so viele Leute auch um die Ecke gebracht habe. Skandal. Die für die letzten paar Leute habe ich irgendwie nicht viel bekommen. Kann das sein? Also so vom reinen Gefühl her. Erscheinen sie mir zumindest so. Ja, komm, hau ab. Ja, genau, Bleeding Gums Murphy. Da haben wir gerade schon wieder das Plakat gesehen. Ach, komm, ey. Da kommen wir aber auch nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Das ist unglaublich. Meine Verkehr, um meinen Bonus zu erhalten. Das ist dann vielleicht nochmal so eine kleine Sache, wie man dann nochmal aus der Misere herauskommen kann, diese 5 Sekunden Boni, die man sich dann immer mal wiederholen kann. Auch wenn jetzt Smithers wieder am Start zu sein scheint. Ich habe ihn gerade zumindest gehört. Geht ihm Smithers? Aua. Oh, der war eigentlich recht fix auch, ne? Also, da müsste eigentlich sogar ein paar Punkte geben, hätte ich jetzt gedacht. Ein bisschen Zeit. Scheiße. Whoa. Music Store. Alter, ich fahr gerade mega Umweg, kann das sein? Also, vom Gefühl auf jeden Fall. Dip. Au. Wow. Auch wieder nur ein Naja oder vielleicht sogar ein echt langsam. Langsam, ja. Super. So konsequent, dass ich gar keinen Bonus bekommen. Gogloplex. Ist das ein Kino? Theater? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas von den beiden müsste es ungefähr sein. Wo willst du mich denn hinschicken? Ich weiß nicht, wo das Navi mich hinschicken möchte. Wirklich nicht. Okay. Ich habe einfach mal gerade meine Tankstelle zerlegt. Mein Fehler. Bitte? Hui! Watch where you're driving. Also, es war eigentlich ganz geil. Würde ich sagen. Oder? Wie nur, naja! Nee! Nee!
Leck mich! Echt? Das kann nicht wahr sein. Voll die mega Abkürzung geflogen. Für kaputte Objekte gibt es einen Bonus. Okay. Das sind schon ein paar für diese kurze Strecke. Na, ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme ohne weiteres. Ach so, scheiße. Nein! Ja, ich hab's doch noch hinbekommen. Irgendwie. Hab mir noch gut geschrieben. Geil. Obwohl schon ausgeflogen ist. Doofer Laden. Das ist ein geiles Ziel. Gefällt mir. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich mag ja also hier das Vergnügungsviertel, das macht echt Spaß. Das ist vom Aufbau her ziemlich cool. Auch so von den Abkürzungen her irgendwie wirkt das relativ intuitiv, ne? Da düst mal so ein bisschen rum, wo ich da nichts kenne, denke ich so, ja, das könnte. Also wenn ich die Karte wäre, würde ich da jetzt eine Abkürzung hinbauen. Wieso? Ey, ich, das hat echt nur was mit der Restzeit zu tun, habe ich das Gefühl, echt. Oh. Ich hab Milhouse getötet, offensichtlich. Sorry, Mr. Simpson. Ah, hab ich das überhaupt noch hinbekommen, ey? Hab ich das noch hinbekommen? Nee. Ja, hat trotzdem noch ausgereicht. Immerhin 25 Dollar gewonnen. Na egal, komm. Aber ey, das ist ein neuer Rekord für uns. Heieieiei. Was ein Scheiß, ey, echt. So viel Zeit verloren. Aber das war eigentlich, fand ich, das war ein guter Versuch. Also es gab eigentlich kaum Stellen, wo ich jetzt hier verkackt habe. Aber das Spiel, das geht halt mit mir ganz schön hart ins Gericht teilweise, ne? Dass immer direkt sagt, naja. Das kann ja auch nicht sein, dass ich am Anfang immer diese schnellen Bewertungen bekomme und hinterher dann auf einmal so arschlangsam. Das hat irgendwas mit der Restzeit zu tun. Geht nicht anders, dass die Ziele dann zu nah aneinander liegen. Die einzelnen, ich krieg das nicht hin mit der Austarierung und allem drum und dran. Achso, stimmt, genau, bei 11.300, die habe ich ja so knapp überschritten. Nächste Belohnung 100.000, 25.000 Schritte ist in Ordnung. Neues Level oder neues Fahrzeug? Ich nehme neues Level, komm, scheiß drauf. Atomkraftwerk muss jetzt, glaube ich, kommen, ne? In einem Atomkraftwerk. Soapbox Racers, electric cars. This is a transit town, not the 1967 World's Fair. So. Ja, Atomkraftwerk, sehr schön. Sieht erstmal nach einer freien Stelle aus. Also nach einer freien Map auf jeden Fall. So. Eine rote Rage. Ja, Bart ist jetzt dran. Dann erkunden wir direkt mal das Atomkraftwerk. Ich habe schon wieder vergessen, umzustellen. Egal. Egal. Ich habe jetzt, also warum ich jetzt auf die Idee komme, das umzustellen, wenn ich jetzt wirklich für diese restlichen Sekunden nochmal einen Bonus bekomme, ne? Und auch vielleicht habe ich mehr Sekunden von Anfang an übrig. Denke ich mir natürlich, Alter, ist dann ja exponentiell. Dann kriege ich dann ja für die erste Fahrt halt nicht diese 1000 Euro oder 1000 Dollar, sondern dann vielleicht schon 3000. Und das wird dann ja immer weiter so dann auch, ja, fortbestehen. Aber ich glaube, das ist nicht so. Das hat zwar irgendwas mit der Restzeit zu tun, aber mit der Restzeit von den, ja, von der Zeit, wie ich da wahrscheinlich einzelnen Passanten um die Ecke bringen darf. Oh, ab zum Haupttor! Auf zum Atem! Ah, schön, die kann man einfach querfeld einfahren. Ja, auf jeden Fall was damit zu tun, weil ich hatte noch 9 Sekunden übrig. Hi, Homer. Hey, Bart. Well, it's about time. Kühltürme. Oh, wenn ich da einfach durch darf, das wäre so schön. Wie komme ich jetzt hier genau durch? Okay, scheiße. That's a lot, dude. Das wäre für mich eigentlich naja gewesen, ne? Weil das war echt nicht schnell. Wann machen die alle mal Atomkraftwerk? Jetzt frage ich mich. Für meinen Verkehr, um einen Bonus zu erhalten, das sollte ich sogar vielleicht sogar hinbekommen können. Ach, leck mich doch mal. Auf dem Rasen lässt sich leider nicht so gut fahren, oftmals. Generell ist die Lenkung gerade so ein bisschen arg schwammig. What the fuck? Mal so. Ich nehme hier nochmal einen extra Bonus, irgendwie, weil ich so gar keinen gerammt habe. Hi, Mom. Hi, Mom. Bart, drive defensively. I need to get to the community center right away. No problem. Okay. Oh, shit. Machen wir es einfach so, würde ich sagen, ne?
Nur 30 Sekunden Zeit. Nein! Nein! Ich bin schon früh eingebucht. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Map gefällt mir eigentlich bis jetzt ziemlich gut. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es relativ offen ist. Und es gibt nicht so viel Verkehr. Oh, ich hätte hier so viel Zeit gut machen können. So viel Zeit gut machen können. Ja, es war auch langsam vollkommen in Ordnung. Ja, gut. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen an den Passanten. Oder an den Passagieren, besser gesagt. Ui! Ah, guck mal, der wurde auch noch als schnell gewertet. Cool. Schnell! Kaputte Objekte gibt nochmal einen Bonus. Ach, scheiße. Fünf habe ich schon. Alter! Wie gesagt, die Kursionsabfrage ist ja manchmal echt mehr als fragwürdig. Ich will den Road Rage Bonus! Bad Rocket! Awesome! Thanks a lot, dude! Ja. Otto! Was geht? Hey, Automan! Otto Normalverbraucher! Hey, no problemo! Whoa, dude, I'm glad you came along! So. Ach komm, leck mich doch am selbigen Echte. So, da ist eine Mauer. Warum ist da eine Mauer? Oh, okay, da ist das Tor. Sehr gut, da kommen wieder raus. Brrrr. Aber coole Map, ey. Die gefällt mir bisher echt gut. Und vor allem, weil ich so oft auch schon schnell geschafft habe. Da habe ich doch gerade erst hingebracht. Scheiße. Ich habe keinen Rückwärtsgang mehr. Ja, ich hing jetzt gerade wieder irgendwie im Boden fest. Ja, super. Ich muss schon mal in die Tonne treten. Ich brauche einen neuen Passagier, bitte. Willy, wo willst du hin? Ach nö, hier muss doch irgendwo was sein. Aber ich sag mal, das Original, Crazy Taxi, könnte ich auch mal wieder spielen, ey. Meileverkehr, um meinen Bonus zu erhalten. So. Ich will meinen Geschwindigkeitsbonus haben. Der war schnell, doch, doch. Hey Nelson, where to? Pretty cool that you're cutting school. But I still got a whale on you. Yeah, time for some mass destruction, man. Ja, dumm, ey. Das ist manchmal echt undankbar. Welcome aboard. Wir sind wieder alle so nah beieinander, ihr Scheißdinger, ey, Alter. Das ist echt nervig. Wo ist das denn jetzt genau? Hier rein. Get out of the car, man. Too slow, friend. Ich habe ja keine andere Wahl, als einen langsamen Bonus hinzubekommen. Ja, komm. Scheiße. Naja, immerhin 7.500. Aber ey, die Map ist eigentlich wirklich ganz cool. Es ist wirklich von Vorteil, wenn die einzelnen Ziele weit auseinander sind. Aber immer so dieses von wegen so, hier, bring mich mal da hinten bis zur Straßenecke.